Servus, grüß dich. Leute, es ist unfassbar laut. Ihr hört es. Boah. Wir sitzen gerade in unserem 488 Pista. Der Sound ist brachial. Ich liebe es, also wirklich, liebe Grüße an Maurice von Novitec. Ihr habt einen unfassbar geilen Job gemacht. Hast du den gerade gesehen? Der hat sich über den Sound aufgeregt. Ja, Leute, unsere Nachbarn haben uns nicht so gern, aber der Pista wird auch nicht jeden Tag bewegt. Aber ja, genug davon. Wir fahren jetzt gerade Richtung Böblingen, denn der Pista muss zum Service. Und wir kriegen einen coolen Leihwagen, aber das verrate ich euch noch nicht. Also bis gleich. Ganz ehrlich, das muss jetzt echt nicht sein. Aber Marco, guck mal, vorne rechts ist ein Zirkus. Super Zirkus. Da kann ich dich gerne abgeben in der Zeit, wo ich da bin. Kannst du vielleicht deine Künste präsentieren? Ja, gute Idee. Gute Idee. Und was können Sie, Herr Gruski? Ich kann Filme drehen. Ja. Oh Mann. Motorworld ist ja gleich hier. Schau mal, film mal rechts. Oh, Ferrari. Komm, der sagt schon nicht, aber film mal hier rechts. Oh, hallo, hallo, hallo. Und jetzt? Hier, reinfahren. Ich glaube, wir sind hier richtig. Oben. Boah, da stehen sie. Die dicken Karren. Mensch. Marco, wir mittendrin. So, Leute, wir sind angekommen. Hier in Böblingen. Ich wusste gar nicht, dass die Motorworld direkt daneben ist. Da könnten wir auch noch mal einen Blick rein. Werfen, oder Marco, was sagst du, wenn wir schon mal da sind? Und jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich rein muss, aber hier steht Service. Ich glaube, hier rein. You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Ich brauch Führerschein und Ausweis. Yeah. You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Yo, they wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. Nah, you don't impress me, so don't test me. Nah, so don't test me. Nah, don't test me. You don't impress me, so don't test me. Nah, so don't test me. Nah, don't test me. Ich sag's euch, hier stehen echt ein paar Schmuckstücke rum, die auch noch verfügbar sind. Also so ein SF90 gleich 2 steht hier. 812. Der F8 Spider. Geisteskrank. Heftig. Was? Weil da hinten Kunden sind, die gleich ein Fahrzeug abholen. Da würde ich schon gern dabei sein. Ich will deswegen nicht so stören. Und für mich fällt es sehr, sehr schwer, meine Stimme zu. Weißt du? Normal rede ich immer sehr laut, deswegen. Aber ich muss echt sagen, bevor ich so einen F8 Spider nehme, ich bin nicht so ein Cabrio-Fan, würde ich lieber den nehmen. Was sagst du, Marco? So ein 812? Auch vom Sound her, weißt du noch, bei Novitec? Heftigste Auto. Alter.
Alter Schwede. Und vor allem von hinten. Heftig. Echt heftig. Heftiges Auto. Auch in schwarz mit dem Gelb, gell? Krass. Mega. Richtig schön. Unser. Vielleicht holt sich der Five Scene Collector auch mal ein. Vielleicht. Vielleicht. Aber ich bin jetzt echt gespannt. Unser Leihwagen ist jetzt ready. So Leute, der Pista ist abgegeben. Unser Probewagen für morgen ist auch schon ready, der 296 GTB. Ja, ihr wisst, was das heißt. Wir haben 830 PS und einen Sechszylinder mit ganz, ganz viel Power. In diesem Sinne, let's go. Leute, hier gibt es ein extra Fach für den Schlüssel. Wir starten hier im Qualifying-Modus und machen hier mal auf Sport. Und hier gibt es diese verschiedenen Modi, wie er uns vorhin erklärt hat, aber er meinte, im Qualifying-Modus fährt ihr am besten. Dann hören wir mal auf ihn. Let's go! Boah. Schau dir dieses Auto an. Heftig. Der Sound hört sich besser an als der Pista Original-Sound. Jetzt, nachdem Novitec nachgeholfen hat, nicht, sondern davor. Obwohl es ein V6 ist, ne? Heftig. Ich sag's dir ehrlich, ich bin unfassbar dankbar, dass ich diese Art von Autos fahren kann. Echt, wirklich unbeschreiblich. Unbeschreibliches Gefühl. Und ich sag's dir ehrlich, ich fühle mich im Pista über 280 nicht so sicher wie hier jetzt gerade. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe jetzt keinen Vergleich, aber der fühlt sich schon sicher. Der fühlt sich, wie agil der ist, gell? Auch in den Kurven. Knarzt zwar ein bisschen, aber ansonsten. Und die Bremsen quietschen zwar ein bisschen, aber unfassbar. Ready? Plus with it, so don't test me, nah. They wouldn't let me, nah. Man's gal when I come undress me. Swing with a ride, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me, nah. Man's gal when I come undress me. Swing with a ride, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Freunde, willkommen zurück. Der Pista fährt wieder nach Hause und ja, kurzes Feedback zu dem 296 GTB. Also erstmal war das echt cool, mal ein Hybrid von Ferrari zu fahren. War das erste Mal für mich und ich muss echt sagen, designmäßig ist der schon sehr, sehr sexy. Also allein die Lackierung vorne, es ist was anderes und ich finde auch das Grau mit dem Gelb harmoniert sehr gut. Fahrverhalten. Leistung brachial, also über 800 PS, haben sie rausgeholt aus einem V6, also finde ich schon geil, auch die Kraftentfaltung. Auf der Autobahn, Marco, weißt du noch, der kickt so richtig rein, wenn man auf Vollgas geht, auf einmal ist die Leistung da, ungewohnt, aber Emotionen weckt es in mir nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ja, also ich finde halt, da hörst du halt wirklich vom Sound, wenn du schaltest, es ist was ganz anderes, aber natürlich in der heutigen Zeit werden wir uns mit den Hybridfahrzeugen anfreunden müssen. Ja, so viel dazu. Wir sind jetzt gerade hier in einer Containeranlage und werden noch ein paar coole Reels drehen.
Und die Frage an euch, wollt ihr Part 2, ein umfangreiches Video von unserem 488 Pister? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Und ich bedanke mich für das Video und bis zum nächsten Mal. Thank you.